Wir kommen jetzt zum letzten Teil dieses Tages. Jetzt kommt ein Vortrag und danach eine Abschlussdebatte. Und Katja Maurer hat ja schon gesagt, dass der Vortrag jetzt tatsächlich nicht so sein wird, wie wir ursprünglich geplant haben. Was haben wir geplant? Wir haben geplant, wenn wir diskutieren wollen, über ein uns alle verbindendes politisches Projekt auf einem Handlungsfeld Europa und in der Perspektive vielleicht einer Neugründung Europas und in der Verbindung dieser Neugründung Europas mit dem für uns, gerade angesichts dessen, was im letzten Jahr passiert ist, für uns entscheidenden und sozusagen spontan positiv besetzten Ausdruck der Weltoffenheit, dass wir dann eigentlich sehr gerne im letzten Teil dieser Debatte, wenn wir schon vorangekommen sind, jemandem das Wort geben wollten, so, der der Neugründung Europas gegenüber und der Weltoffenheit Europas gegenüber den Einspruch derjenigen vortragen kann, die in ihrer Geschichte gerade an der Weltoffenheit Europas gelitten haben und das über Jahrhunderte hinweg. Und ich glaube, wir können uns auf kein Projekt der Neugründung Europas und der Weltoffenheit Europas einlassen, wenn wir nicht zur Kenntnis nehmen, wer, wie und warum gelitten hat und immer noch leidet an Europa. Und jetzt ist es natürlich prompt so gekommen, dass derjenige, der sprechen sollte und der an dieser Stelle eigentlich auch unersetzbar ist, der in eigenem Namen sprechen muss, dass demjenigen durch, sage ich jetzt mal, das Ganze des Grenzregimes und der Visabürokratie die Möglichkeit genommen worden ist, hier zu sprechen. Wir haben uns dann so beholfen, dass wir den Vortrag von Kadri Ismail, den wir aus unserer Projektarbeit in Sri Lanka kennen, den Vortrag übersetzen. Deswegen werde ich ihn jetzt hier vortragen. Normalerweise spreche ich frei, in diesem Fall spreche ich aber nicht frei, sondern genötigt durch den Text eines anderen. Und wir haben obendrein für die Diskussion dann einen Freund eingeladen, nämlich Aram Tsiai, der auf seine eigene Weise noch einmal in der Perspektive sprechen wird, in der Kadri Ismail gesprochen hätte. Aram Tsiai ist der erste Professor, den es in Deutschland gibt, der tatsächlich mit dem Titel Professor in Sachen Postkolonialität eingesetzt worden ist. Insofern mindestens genauso kompetent wie Kadri Ismail, dem ich jetzt in einer prekären Art und Weise das Wort geben werde. Hegel hat es zuerst gesagt. Er hatte das Erste, er hat das letzte Wort. Zitat Hegel. Wie Europa überhaupt das Zentrum und das Ende der alten Welt ist und absolut der Westen ist, so ist Asien absolut der Osten. Diese Erklärung, erster Satz allen Eurozentrismus, erschafft Europa als den Westen und das Zentrum und das Ende, den Zweck und das Ziel als das Erste und das Letzte und deshalb das Erste. Hätte ich die Wahl, dann würde ich diese Gabe, this offering, meinen ersten öffentlichen Vortrag in Deutschland mit einer Anrufung des Türöffners Nietzsche eröffnen, schon deshalb, weil der leitende Begriff dieses Symposiums Weltoffenheit ist. Openness to the world. Doch Hegel war vor mir da. Hegels Europa, einerseits das Zentrum, der Dreh- und Angelpunkt, der Kern, die Grundlage, das Haupt, gründendes und bestimmendes Prinzip und andererseits das Ende, der Zweck, das Ziel, der Schluss, das Ultimative, das Telos. Europa als das, was bleibt, als das, was sich niederlässt. Um Franz Fanon zu zitieren, absoluter Beginn und immerwährende Ursache. Im Unterschied dazu Asien. Europa richtet sich aus, indem es den anderen Kontinent beiseite schiebt. Den einzigen anderen Kontinent von Bedeutung, Kontinent,
der nur als das andere von Bedeutung ist. Ohne Asien gäbe es kein Europa, beide hängen unauflöslich zusammen. Hegels Philosophie der Geschichte unterscheidet die Kontinente, indem sie sie aufeinander aufstuft. Tatsächlich, ohne Europa gäbe es gar kein Asien, schon weil letzteres nach einer griechischen Gottheit benannt wurde. Asien wurde von Europa abgestempelt. Unsere Waren mögen made in Asia sein, Asien selbst ist made in Europe. Auch Asien ist ein erstes und letztes, ist deshalb aber das Letzte. Supervened, superseded, überkommen und abgelöst durch die Bewegung der Geschichte selbst. Räumt Hegel ein, dass die Sonne auch über dem älteren Kontinent aufgeht, handelt es sich um eine mindere, um die, Zitat Hegel, äußerliche physische Sonne. In Asien, so Hegel, geht die äußerliche physische Sonne auf und im Westen geht sie unter. Dafür aber steigt hier die innere Sonne des Selbstbewusstseins auf, die einen höheren Glanz verbreitet. Hegel. Diese höhere Sonne peaks exclusively at, peaks exclusively over Europe, sieht nur auf Europa, erreicht ihren höchsten Punkt über Europa. Muss ich Sie daran erinnern, wie uns Nietzsche in seiner Genealogie der Moral zeigt, dass die Begriffe der Moral, des Guten und des Wahren von den Noblen und von der Aristokratie geprägt wurden, die sich im Nachhinein erst metaleptisch an sie gebunden haben. In gleicher Weise, wie uns ein anderer Sohn, ein von einer reinen, vom Patriarchat unbefleckten Frau geborener Sohn, in der Bibel versprochen hat, dass die Letzten die Ersten sein werden, jedenfalls im Himmel. Hegel hat das auf die Erde übertragen, er hat es an Europa übertragen, genauer noch an Deutschland. In unserer postkolonialen Zeit kann man sich mit Europa, kann man sich nicht mit Europa befassen, ohne sich mit diesem autoritativen Inszenesetzen der Geschichte zu befassen. Dieser Erhebung eines bestimmten Ortes zum Ort überhaupt, zu dem Ort, der andere autorisiert, indem er ihnen ihren Namen gibt. Eigentlich passé, dauert das noch immer fort, verlangt es noch immer eine Antwort. Doch sollte diese Antwort ein Aufruf zu größerer Offenheit sein? Kann Europa überhaupt offener sein? Der Eurozentrismus incites, excites die Postkolonialität, er stiftet sie an und erregt sie auf. Würde es, könnte es ohne den Eurozentrismus überhaupt so etwas wie Europa geben? Immerhin ist Europa ja keine unbezweifelbare geografische Tatsache. Im Gegenteil, die Disziplin der Geografie selbst räumt ausdrücklich ein, dass Europa und Asien ihrer Namensgebung die Stirn bieten. Uns hier führt das auf die Frage nach der disziplinären Vernunft, einer in wissenschaftlichen Disziplinen aufgespaltenen Vernunft. Zwingt uns der Eurozentrismus, also der Imperativ, Europa als das Haupt zu erschaffen, zwingt uns dieser Imperativ nicht den Begriff des Kontinents auf und prägt er damit nicht die Disziplin der Geografie selbst und enthüllt uns der Begriff des Kontinents nicht die Abhängigkeit des Wissens, die Abhängigkeit der disziplinären Vernunft von der Ideologie. Die georassische Linie schneidet Europa und Asien ein und aus. Incising, excising. Sie schneidet Europa von Asien ab und separiert damit die Weißen von den braunen und den gelben Rassen. Lassen Sie mich noch einmal die Frage wiederholen, die mich beunruhigt und von der ich hoffe, dass auch Sie von ihr beunruhigt werden. Würde es, könnte es ohne den Eurozentrismus Europa überhaupt geben? Und wenn Europa gleichbedeutend ist mit Eurozentrismus, sollte es Europa dann überhaupt geben, diesen maßlosen, unmäßigen Kontinent, this incontinent continent? War Europa nicht immer hemmungs- und zügellos inkontinent und derart offen zur Welt, weltoffen, offen im Namen des Guten? Im Namen des Guten, um zu erobern, zu besiedeln, auszubeuten, zu zwingen, zu infizieren, zu belehren, zu patronieren, um abzuwerten und
um alle anderen Kontinente zu terrorisieren, um über sie Bombenteppiche abzuwerfen. Europa hat die Menschenrechte entworfen, Europa hat das den Menschen Unrichtige entworfen, Human Rights and Human Wrongs. Seine Güter sind seine Übel. Wie kann deshalb die Postkolonialität offen sein für Europa, selbst wenn es ein anderes Europa wäre? Ist ein anderes Europa möglich? Ist es überhaupt vorstellbar? In seinem Buch Die Verdammten dieser Erde fordert Frantz Fanon die dritte Welt auf, Europa zu verlassen und damit aufzuhören, es nachzuäffen. Dabei wirft er Europa vor, die dritte Welt zugleich physisch, psychisch und epistemisch geschwächt zu haben, also auch dem Wissen nach und im Wissen. Und trotzdem kommt Fanon, der auf Französisch schreibt, und weil er auf Französisch schreibt, und trotzdem kommt Fanon gar nicht umhin, Europa zu wiederholen, die Bibel zu wiederholen, ausgerechnet in einem Satz, der die Dekolonisierung selbst zusammenfasst, Zitat Fanon, das geforderte Minimum ist, dass die Letzten die Ersten sein werden. Der Text, Fanons Text, enthüllt, dass der Erste bleiben wird. Zitat Fanon, das Argument, das der Kolonisierte gebraucht, hat ihm der Kolonialherr geliefert. Verdoppelnd, hin und her pendeln zwischen Undoing, Doing and Redoing, zwischen Ungeschehen machen und wieder geschehen lassen, tritt die Dekolonisation bei Fanon als etwas hervor, das den antizipierten neuen Menschen vorab schon zur Mimesis nötigt, ihn dazu zwingt, nicht er selbst zu sein, sondern den Kolonialherrn, den Siedler, zu imitieren. Außer sich gebracht durch Europa, schlägt Fanons Text Breschen in die Hürden, die dem Kolonisierten gesetzt worden sind, der eine, Zitat Fanon, in zwei Abteile getrennte Welt bewohnt. Die Stadt des Kolonialherrn ist eine solide Stadt, ganz aus Stein und Eisen. Die Stadt des Kolonisierten, die eingeborenen Stadt, das Negerdorf, ist eine niederkauernde Stadt. Der Befehl des Kolonialherrn lautet, du sollst nicht. Hat sich dieses Europa, das Europa des Kommandos, verändert? In seinem eigenen Zuhause eingekerkert, bleibt dem Eingeborenen nur die Wahl zu träumen, Träume seiner Wahl zu träumen. Er träumt von unbeschränkter Bewegung, von sportlicher Gewandtheit, von der Übung seiner maskulinen Muskeln. Wie die Dekolonisierung, so besetzt auch die Verdammten dieser Erde einen Ort der Rast, an dem der rastlose Eingeborene sich niederlassen könnte. An seinem eigenen Ort, um seinen Ort gebracht, versucht der Eingeborene, den Kolonialherrn, den Siedler zu erbrechen. Zitat, es gibt keine mögliche Versöhnung, einer der beiden Glieder ist zu viel. Er versucht, den Besatzer aus dem Blick zu bekommen, doch er scheitert. Gebunden bei Tage, ungebunden in der Nacht, wird der Eingeborene per Definition der Außenstehende zum Eindringling in die europäische Zone, die ihn noch nach Sonnenuntergang blendet. In die Intimsphäre eindringend, sie überschreitend, will auch er, der Eingeborene, haben und behalten, Zitat Fanon, alle Arten von Besitz, sich an den Tisch des Kolonialherrn setzen, im Bett des Kolonialherrn schlafen, wenn möglich mit seiner Frau. Der Besatzer bleibt im Bild, er bleibt im Rahmen, auf den Raub des Siedlers antwortet der Eingeborene, indem er zum Dieb wird. Er setzt der Gewalt, Violence, den Missbrauch, Violation, entgegen, einschließlich der Gewalt, Violence, gegen die Frau. Indem Fanon den heteropatriarchalen Rahmen zutage bringt, indem die Vergewaltigung als Rache erscheint, als ein Missbrauch des Menschen, a violation of the man,
nicht der Frau, Woman, verhöhnt sein Buch den Kolonialherrn I Will Fuck You and Your Wife. Der Postkolonialität zeigt die Verdammten dieser Erden die Grenzen einer zum Programm erhobenen Dekolonisierung auf, die Schwierigkeit, Europa zu verlassen. Wo die Dekolonisierung sich niederlässt und sich beruhigt, where decolonization settles, stiftet Postkolonialität Unruhe, Postkoloniality unsettles. Unruhe aber stiftet auch Fanons Text. Zitat: Die Ursache ist die Folge. Man ist reich, weil weiß, man ist weiß, weil reich. Nietzsche, näher als Hegel, macht diese Formulierung den Erfolg des Kolonialherrn zu einem Effekt der Herrschaft, nicht eines Vermögens, das der Rasse innewohnen würde. Sie stülpt die Behauptung Edward Tylers um, des Begründers der britischen Sozialanthropologie. Tyler zufolge nimmt die Zivilisation in dem Maß zu, wie die Pigmentation, die Masse der farbgebenden Substanzen in der Haut, abnimmt. Eine Behauptung, nach der die Geschichte für Tyler zu einem Geschehen wurde, in dem der Fortschritt farbigen Linien folgt, von der braunen über die gelbe zur weißen Rasse, der letzten, doch der ersten Rasse im Wettrennen der Zivilisation. So legt Fanons Satz, die Ursache ist die Folge, man ist reich, weil weiß, man ist weiß, weil reich, Rechenschaft ab von der Rasse. Das Weißsein ist eine Folge, keine anthropologische oder sonst wie natürliche, irgendwie wissenschaftliche Tatsache. Fanons Satz verbindet den Begriff und die Macht, die disziplinäre Vernunft und die Ideologie. Damit erscheint die Rasse als der Komplize des Kolonialismus in der Erkenntnis. Sie ist unverzichtbar für die Arbeit der ideologischen Anrufung, der Erzeugung des Getrennten und des Ungleichen. White as right, black, lack. Das Weiße als das Rechte, das Schwarze als der Mangel. Dabei gilt auch das Umgekehrte. Das Schwarze ist die Quellkategorie des Weißen, des Eurozentrismus und nicht das Zeichen einer Selbstheit in sich. Ohne das Weiße gäbe es kein Schwarze, ohne das Weiße hätte es das Schwarze nie gegeben. Zitat Fanon: Jedes Mal, wenn von westlichen Werten die Rede ist, zeigt sich beim Kolonisierten eine Art Anspannung, ein Starrkrampf der Muskeln. Es geschieht, dass der Kolonisierte, wenn er eine Rede über die westliche Kultur hört, seine Machete zieht. Komplizenhaft. Die Eroberung, den Raub und die brutale Gewalt autorisierend, lähmen die westlichen Worte den Eingeborenen, lähmen Kinnladen und Mund, das Organ des Sprechens. Wie verlockend die Gewalt da auch sein mag, gilt es doch mit allem Nachdruck darauf zu verweisen, dass Fanon selbst von den westlichen Werten um seine Sprache gebracht, vom Westen als einem Wert an sich sprachlos gemacht, keine Machete zieht, sondern ein Buch schreibt. Writes a book, doesn't write a knife. Im Rest dieses Vortrags wende ich mich jetzt der Schwierigkeit, wenn nicht der Unmöglichkeit zu, Europa zu verlassen und also der Notwendigkeit, den Eurozentrismus zu beunruhigen, zu entsiedeln, to unsettle Eurocentrism. Ich wende mich dazu nicht der von unserem Symposium hier an- und aufgerufenen allgemeinen Erklärung der Rechte der Menschen und der Bürger zu, sondern der Declaration of Independence des Jahres 1776, der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, einem anderen universalistischen Dokument. Wir werden sehen, dass der Universalismus seine Versprechen nicht hält, weil er den Menschen immer in das Subjekt und dessen anderes hierarchisieren wird. Darin genau liegt das Problem der Postkolonialität. Es ist die disziplinäre Vernunft, das moderne Wissen selbst, das diese Differenzierung
autorisiert. Empört über Britannien macht die Declaration of Independence die Emigranten aus Europa zu den Einheimischen Amerikas und ruft den Siedler als den Eingeborenen an. Damit macht sie die Kolonie, ein abhängiges Gebilde, zum unabhängigen Staat. Sich von Britannien abspaltend, öffnet die Erklärung, indem sie schließt. Zitat Unabhängigkeitserklärung. Wenn im Gange menschlicher Ereignisse es für ein Volk notwendig wird, die politischen Bande zu lösen, die es mit einem anderen Volk verknüpft haben, und unter den Mächten der Erde den selbstständigen und gleichen Rang einzunehmen, zu dem die Gesetze der Natur und ihres Schöpfers es das Volk berechtigen, so erfordert eine geziemende Rücksicht auf die Meinung der Menschheit, dass es das Volk die Gründe darlegt, die es zu der Trennung veranlassen. Die Formulierung rezitiert die britischen Philosophen John Locke und Thomas Hobbes und damit den Schnitt- und Kreuzungspunkt, den sie in der Heraufkunft der Modernität markieren, den Punkt, der die universelle maskuline Gleichheit proklamiert. Man, Mensch, Man, Mann. Und so den Menschen in zwei Bestimmungen differenziert, Natur und Gesellschaft. Die erste von dem faulen Eingeborenen, dem wilden Amerikaner verkörpert und die zweite von dem fleißigen, dem zivilisierten Engländer. Hin und her pendeln zwischen Undoing and Redoing, zwischen Ungeschehen machen und wieder geschehen lassen, scheitert der Versuch des Textes, Britannien aus dem Bild zu schieben, außer Blick zu bringen. Obwohl sich die guten Leute, the good peoples of these colonies, von den Leuten jenseits des Atlantiks unterscheiden wollen, trennen wollen, bleiben die beiden eins. Weil in der Lösung der Bande andere Bindungen bestehen bleiben und von der Erklärung auch nicht gelöst werden können. Denn obwohl, Zitat, obwohl unsere britischen Brüder der Stimme der Blutsverwandtschaft gegenüber taub geblieben sind, leihen die Vereinigten Staaten ihnen ihr Ohr. Antworten sie mit tiefer Anteilnahme auf ihren Ruf, bleiben sie ihnen brüderlich verbunden und dem gemeinsamen Vater verpflichtet. Die Vereinigten Staaten verdoppeln ihren britischen Bruder und anderen, ihren Brother, Other, und bleiben von ihm und durch ihn gezeichnet. Nach einem Europäer benannt, dem Italiener Amerigo Vespucci, können die Vereinigten Staaten Europa überhaupt nicht den Rücken kehren. Ohne Europa keine Vereinigten Staaten. Die Kernformulierung der Unabhängigkeitserklärung erachtet, Zitat, folgende Wahrheiten als selbstverständlich. Dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Damit genau wird das Subjekt erzeugt, engendered, man, Mann, Mensch, als die Mimikrie Gottes, Träger zugleich von der Natur wie von der Theologie gewährter maskuliner Rechte, Natur gegeben, weil von der Theologie gegeben, eine göttliche Aussteuer, die als solche über jeden Beweis und jede Diskussion erhaben ist und nicht entfremdet werden kann. Weil der Text der Unabhängigkeitserklärung seine Wahrheit von der ultimativen transzendenten Macht bezieht, ist er kein säkularer Text. Der Vater des Sohnes, der Vater aller Söhne, rahmt und durchstrahlt ihn. Während er die Gleichheit aller Menschen ausspricht, behauptet er zugleich, dass einige Menschen stärker unter der Tyrannei George III. Leiden mussten als andere. Zitat, die lange Reihe von Missbräuchen und Übergriffen beschuldigt den aus dem Haus Hannover stammenden britischen König unter anderem, Zitat, des Auferlegens von Steuern ohne unsere Einwilligung und des Entzugs der Vergünstigung eines ordentlichen Gerichtsverfahrens. Tatsächlich treffen diese Verfehlungen nur eine Elite. Diejenigen nämlich, die durch das Zahlen von Steuern und das Recht auf ein Gerichtsverfahren vor anderen ausgezeichnet waren.
Ist die Unabhängigkeitserklärung für uns ein Dokument der Gleichheit aller Menschen, das die Vereinigten Staaten einzig unter allen anderen Nationen auf eine Idee und ein Ideal und nicht auf eine besondere gesellschaftliche Gruppe gründet? Zeigt sich das in ihrem Zentrum stehende Subjekt der Rechte als ein europäisches und christliches Subjekt, das männlich ist und der herrschenden Klasse angehört? Der Kapitalismus und das Patriarchat haben dieses Subjekt infiziert, von dem der Text deshalb auch sagen kann, dass er den Briten, Zitat, mit männlicher Festigkeit entgegentritt. Um die Ursache zur Folge machen zu können, wirft die Erklärung George III. Vor, Zitat, den uns zugehörigen Teil der See geplündert, unsere Küsten verheert, unsere Städte niedergebrannt und das Leben unserer Leute vernichtet zu haben. Diese Untaten, die, wie der Zitat, ihresgleichen kaum in den barbarischsten Zeiten finden und die des Oberhauptes einer zivilisierten Nation völlig unwürdig sind, diese Untaten erheben das Haus Hannover zu weltgeschichtlicher Größe und erniedrigen es zugleich von der Höhe der Zivilisation auf den Stand der Barbarei. Die Verwandlung der Kolonie in einen Staat naturalisiert die Eroberung und nutzt dazu das Possessivpronomen, mit dem sie das Land der Native Americans nachdrücklich zu unserem Land und im selben Zug den Siedler, den Eroberer, zum rechtmäßigen Besitzer erhebt, der den Native deshalb auch an die Grenze des Landes drängen darf. Diese Verwundung entortet die Native Americans räumlich und zeitlich, beschreibt sie als, Zitat, erbarmungslose indianische Wilde, deren Kriegführung bekanntlich in der Niedermetzelung jeglichen Alters, Geschlechtes und Standes ohne Unterschied besteht. Belegten Hobbes und Locke die Natives noch mit den Namen des kontinentalen Amerikaners, werden sie von der Unabhängigkeitserklärung zu Ausländern, zu Indern umbenannt, ihres Landes beraubt und an dessen Grenzen vertrieben. Grenzen nicht zwischen zwei politischen Gebilden, sondern zwischen zwei ungleichen Bestimmungen der Wildheit und der Zivilisation. Indem die Erklärung ihr Subjekt zum Objekt macht, zum Opfer, missbraucht und verfolgt von den Briten und von den Native Americans, liefert sie Letztere ihrem Schicksal aus. Wie heute unsere Terroristen überschreitet der Wilde die Regeln des Krieges, schlachtet unterschiedslos die Alten, die Kinder und die Frauen ab und entmenschlicht sich selbst durch die Ermordung der Schwachen. Als unzivilisierbarer Anderer des zivilisierten christlichen amerikanischen Mannes verliert der Wilde die Rechte des Menschen Mannes und zuletzt sein Leben. Für uns mag die Unabhängigkeitserklärung auf einen Anspruch auf universale menschliche Gleichheit gegründet sein. Doch sie erzeugt andere, ihre Guten sind böse, sind Gift. Ihr Text enthüllt die Beziehung zwischen der Zivilisation und dem Genozid, zwischen Human Rights and Wrongs. Sie ist eine Kriegserklärung an den Native, sie ist sein Todesurteil, autorisiert durch Gott und die Natur dieses Gottes. Schnitt im Text Kadri Ismails folgt an dieser Stelle ein Exkurs, in dem er zeigt, dass und wie sich auch die modernen Geisteswissenschaften, im angloamerikanischen Humanities genannt, in der eurozentristischen Perspektive der Unabhängigkeitserklärung entwickeln. Also mit universalistischem Anspruch, doch in eurozentrischer Ausführung. Er belegt das an den Gründungsbüchern der Anthropologie und der Literaturwissenschaften, Kerndisziplinen der Humanities, die sich beide zentral auf den Begriff der Rasse und den der Kultur berufen. Dabei verwenden sie den Begriff der Rasse in einem hierarchisch aufgestuften Plural, der von den auf der untersten Stufe platzierten Schwarzen über die Braunen und die Gelben zu uns Weißen führt. Demgegenüber steht der Begriff der Kultur konsequent im Singular und wird mit der europäischen Kultur gleichgesetzt. Besonderes Gewicht
legt Kadri Ismail schließlich darauf, dass der Eurozentrismus der vorgeblich universellen Geisteswissenschaften mit der aus jüngerer Zeit stammenden relativistischen Vervielfältigung der Kulturen nicht überwunden wird. Bleibt es doch beim differenziellen Einschluss der Menschen in ihre jeweilige Kultur und zugleich beim Selbstverständnis der Geisteswissenschaften zur Vertretung des universellen Wissens autorisiert zu sein, in das sich jeder und jede zu integrieren habe, das jede und jeder als universell anzuerkennen haben. Kadri Ismail schließt diesen Exkurs dann mit der hochaktuellen Frage, folgt die Forderung, mit der Deutschland seine Immigrantinnen und Immigranten heute dazu verpflichtet, die Werte der deutschen Kultur anzunehmen, einer strukturell anderen Logik? Muss ich hier Deutschlands Bilanz in Namibia erinnern? Im Vortrag heißt es weiter, um ihrem Anspruch auf Kritik des Eurozentrismus gerecht zu werden, muss sich die Postkolonialität also auch den Disziplinen des modernen Wissens entgegensetzen. Einer Ordnung von Begriffen, zu der auch die Namen der Kontinente gehören. Schon deshalb bin ich mit der Namensgebung, mit der Benennung noch nicht fertig. Nehmen wir einfach meinen eigenen Namen. Mohammed Kadri Ismail, der nicht ganz mein eigener Name ist. Auf den ersten Blick scheint er schlicht einen muslimischen Mann aus Sri Lanka zu benennen. Der Name des Propheten Mohammed geht dem Vornamen Kadri voraus, dem dann der Nachname Ismail folgt, der selbst wieder der Vorname eines meiner männlichen Vorfahren ist. Um mit der Komplikation schon zu beginnen, in der Schule schon belehrten mich meine Klassenkameraden, dass zum Buchstaben Q im Englischen wie im Deutschen stets der Buchstabe U gehört. Obwohl Kadri gar kein englisches Wort ist, ließ ich mich in der Schule deshalb Quadri nennen, während ich zu Hause weiter Kadri gerufen wurde. Dass mein Name und alle unsere Namen unauffällig, doch umso gebieterischer, eurozentrisch geprägt sind, zeigt sich allerdings schon daran, dass sri lankische Muslime vor der Ankunft des britischen Kolonialherrn überhaupt keine Nachnamen trugen. Meine Urgroßeltern kamen noch ganz ohne einen Nachnamen aus. Was aber ist damit eigentlich benannt? Nicht mehr und nicht weniger als die Unmöglichkeit, Europa verlassen zu können. Belegt schon daran, dass der Eurozentrismus sich bereits in das scheinbar ganz persönliche, scheinbar ganz intime Faktum des eigenen Namens eingeschlichen hat, dass der Eurozentrismus unwiderruflich bestätigt und immer neu in Kraft gesetzt wird, wenn man ganz banal seinen eigenen Namen ausspricht, seinen eigenen Namen buchstabiert und mit seinem eigenen Namen unterzeichnet. Der Eurozentrismus dauert in meinem Namen fort. Er hat meinen Namen zementiert. Ich könnte die ganze dritte Welt durchqueren. Ich könnte hierhin, ich könnte dorthin, ich könnte überall hingehen. Europa hätte ich niemals verlassen. Dankeschön.